Ich dreh's durch! Das denken sich auch manche Spieler auf dem Fußballfeld. Darauf reagieren wir heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo drauf. Neck! Für mehr Fußball-Reactions und starten einfach mal direkt rein, oder? Hallo Madrid! Okay, ab geht's. Direkt Madrid. Vini. Gegen Man City. Was ist hier los? Okay. Hominson wird da von Fabinho gestoppt. Boah, okay. Der gibt dem aber noch richtigen Ellenbogen da. Kann man mal mopen. Fabinho, kleiner Hasskopf oder was? Reece James dribbelt sich hier durch. Matic tritt den noch so auf den Hintern irgendwie und wirbelt den dann komplett durch die Gegend. Aber boah, mit Reece James würde ich mich auch nicht anlegen. Aber Matic auch. Uff, Matic auch Maschine. Bisschen unnötig. Matic kurz Verstand verloren. Declan Rice. Der ist gar nicht gut drauf. Ja. Was ist los mit dem? Hä? Hat da Modric gerade eine Backpfeife bekommen? Hat Modric eine Backpfeife bekommen? Champions League Halbfinale? Modric kassiert Backpfeife? War Modric einfach bester Mittelfeldspieler der Welt. Ey, warum ist das aber fast nur Premier League, Alter? Premier League ist anders, die drehen alle durch. Henderson macht ein bisschen viel Show. Okay, da haben wir Renato Sanchez, der sagt, Schiri soll immer Fernglas mitnehmen, oder was? Und da gibt es die rote für diese. Bisschen ohne Sinn. Guck mal, der Ball ist schon im Aus und ein Gretchen da noch weg so. Der Ball ist schon weg. Egal, Zeichen setzen. Ja. Ist auch viel Champions League hier, glaube ich. Da ist eh. Boah. In Champions League dreht eh alle durch. Ist auch verständlich. Aber was? Hat er rot bekommen? Also. Okay, ist aber auch. Okay, ist aber auch nochmal schon ein Grätsche dann direkt mit offener Sohle auf ihn drauf, Alter. Boah, der wollte noch mal kurz Haalands Karriere beenden, Alter. Voll auf Knöchel. Das gibt Knöchelbrechen, Alter. Bevor Haaland hier noch zur City geht, einfach mal den Knöchel auseinandernehmen. Kane kriegt da fast einen in die Eggos, in die Golden Nicknocks. Okay, der geht nur auf Mann. Und der will den da von hinten noch mal kurz, ne? Den Rüdi würde ich auch noch von hinten mal kurz besteigen wollen, ne? Rüdiger Abi, bester Mann. Ja, okay, beide grätschen aber rein, so, ne? Beide grätschen rein. Double Grätsche ineinander haben die so diese Scheren-Move gemacht, ja? Der gibt dem Knie in die Eier, Alter, das gibt's gar nicht. Aber ich glaube, er hat direkt gemerkt, dass er zu übertrieben war. Er hat sich direkt entschuldigt, so. Pickford macht aber auch Show des Urgrauens da. Guck mal, Havertz kennt keine Angst. Er hat nur Angst vor Gott, Alter. Legt euch nicht mit Kai Havertz an. Legt euch nicht mit den Deutschen an, Mann. Die drehen durch. Vor allem die von Chelsea, der Rüdiger, Abi und Havertz. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Haben wir da Coman? Boah, Casemiro nimmt De Bruyne da richtig in die Zange. Krank. Ey, Casemiro, so ein dreckiger, ekliger Spieler, ne? Der macht das gut. Der soll ja dreckig und eklig sein, aber boah. Anders. Kann keinen geraden Pass spielen, aber diese Grätschen macht er Weltklasse. Fabinho macht einfach Pirouette. War eigentlich richtig gut. Aber wird dann nochmal von hinten umgehauen. Hätte keinen Bock in der Premier League zu spielen, Alter. Das ist ja anders. Kurzen Gehfehler gegeben. Passiert. Okay. Pavard, Alter. No chance, den Ball da zu kriegen. Einfach komplett rasiert. Okay, muss man nicht verstehen. Muss man nicht so ganz verstehen. Alter.
Was mit Chelsea? Ein bisschen frustriert, Chelsea. Und guck mal, der 1,60 Aspilicueta muss ich da natürlich noch einmischen, ne? Bruder, erstmal ein paar Fruchtzwerge essen, bevor du dich mit den großen Jungs da anlegst, Alter. Diese Trikots von Inter sind so wild. Diese Barella-Nudel, aber auch so ein richtig ekelhafter Spieler. Ey, der Schiri. Bruder, Schiri ist eiskalt, ne? Der Schiri ist eiskalt. Was ist das? Was geht denn in dem Kopf von diesen Spielern da immer? Das ist wirklich Schaden. Das ist wirklich Schaden, Alter. Aber okay, die Backpfeife danach war vielleicht ein bisschen too much. Aber was der Blaue da macht, aber dann noch diese Show abziehen, geisteskrank. Erstmal 5 Spiele Sperre, damit du klarkommst, Kollege Schwager. Oh, Portugal, Jota. Ey, bei dem Spiel war ich doch sogar. Ist das das? Ist es das bei dem Spiel? War das nicht gegen Nordmazedonien gerade? Ui. Ja, okay. Ja, das ist natürlich ein bisschen hart, aber diese Neymar-Rolle danach ist auch einstudiert, ne? Üff. Atletico Madrid macht, glaube ich, nichts anderes im Training, außer irgendwie Fouls üben und Tätigkeiten und Prügeleien und ein bisschen Wrestling. Das ist nicht normal. Ja, ich kann es doch verstehen, Alter. Wenn man immer da am Trikot gezogen wird, nur weil man wirklich so schnell ist wie der Gegner. Fuck, Alter. Aber, wer ist Champions League-Sieger? Madrid! Hallo Madrid! Na, Chaka will ihm doch sogar die Hand geben, oder? Er schubst ihn weg. Das ist anders. Das ist wirklich anders. Wenn es euch gefallen hat und ihr nicht durchgedreht seid, dann gebt gerne ein Like und wir sehen uns im nächsten Video. Hallo Madrid!